Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute mit mir der Neo Natore und Lilo. Miss Ladykiller. Hallo. Mit seiner geilen Karre hier. Nicht der einzige Typ hier zwischen den Mädels hier, ne? Ja, und ich will mal nur husten. Höcker! Was? Nee, nix. So. Ja, was machen wir jetzt? Das ist meine Karre. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja. Oh Gott, Neo, du wurdest überfahren. Wir haben ja, da. Ein bisschen. Wie sagt man? Achso, ja. Wir wollten ja einen Sand King finden. Und Leute, ihr glaubt es nicht. Das war Weihnachten, wo wir eins gesucht haben. Wir hatten heute den 6. Januar. Und wir haben gestern erst eins gefunden. Wenn man einen haben will, dann kriegt man einfach keins. Bingo. So, und der ist einfach mal geil. Alter, was machen wir jetzt? Ja, eine schöne Mission. Was haltet ihr davon? Ja, gerne. Gerne. Ich habe nur eine von Simon mit 2 Spieler. Oder wollen wir ein Rennen fahren? Schlecht. Ja, gerne. Wir können auch ein Rennen fahren. Okay. Erst rufe ich mal meinen Mechaniker an und schaut, dass ich auch hier mit einer fetten Karre an tanze, ne? Ja. Ich muss aber gewinnen, ne? Das wisst ihr schon. Du musst gewinnen! Ja, versuch's doch! Okay, wenn du es unbedingt so haben willst, kommt dann einfach mal mir nach, okay? Wenn ihr es überhaupt könnt. Los. Wenn ihr es ja, überhaupt könnt. Ja, ich muss gerade auf meine Karre warten. Aber fahr ich schon mal los. Ja, also heute ein schönes Rennen machen und was machen wir noch danach? Vielleicht kommt ja noch so eine geile Mission rein. Ja, eine lässige Mission wäre schon irgendwie toll, ne? Ja, Alter, wo fahrst du da hin hier? Das gibt's doch schon mal nicht. Ah, nee, also du suchst hier Strecken aus. Ja, denke ich mir doch gerade. Also ich gehe gerade hier echt Pflanzen bauen. Ich habe eine Bodenfreiheit von 7 Meter, wenn's gut geht. Ich lade ein, okay? Mit dir rumfahren hier, ey. Das gibt's doch normal nicht. Ja, lade ruhig ein. Ich mit meinem geiles Unterhöschen hier. Wir brauchen übrigens... Bist du schon drinnen? Bist du schon bei Hosten? Ich bin bei Hosten, ja. Okay, dann brauchen wir nur auf Beitreten gehen und wir sind drinnen. Okay. Ich schließe aber die Runde, ja? Sobald wir da sind, ja. Okay. Also, Renntyp, Standard, Anzahl der Runden 2, Klasse Motorräder, Wetter aktuell, Verkehr aus, aufholen an. Radio ist scheißegal. Und ja, ich würde mal sagen, go. Ja, machen wir ein sehr schönes schön. Rennen. Und dann ziehe ich die beiden hier mal ab. Auf meiner Home-Strecke. Auf meiner Home-Strecke hast du das ich, vor. Ich will ja nicht hier die Spannung wegnehmen, ne? Das werden wir noch sehen hier. Hast du trainiert? Nein. Aber ich hab dich schon so oft. Komm, wir machen eine Wette. Nein, ja. Snake, ich joine nicht, denn du bist ein Lutscher. Ich trete den Junge. Nee. Er ist ein Lutscher. Ich trete den Junge bei erstmal 2500 Wette, Leute. Hab ich schon. Ich trete dem Junge bei, weil er unbedingt mit mir spielen wollte. Und was macht er? Ich gehe da mit meiner Karre hin, mit meinem Ferrari, und er schießt auf mein Ferrari. Und dann tötet er mich. Was soll die Scheiße, Junge? Wenn du schon mit mir spielen willst, dann öffne eine Mission. Dann machen wir eine schöne, nette Runde. Aber nein, lieber erstmal der Gamma töten. Das ist ja viel schöner. Mein Helm gefällt mir. Irgendwie haben wir dieselbe Farbe. Was? Irgendwie haben unsere Motorräder dieselbe Farbe. Tja. 3, 2, 1. Wo fährst du hin, Luise? Keine Ahnung. Ich dachte, es ging geradeaus. Oder auf meiner Hochstrecke wollt ihr das? Ja, natürlich schlecht. Die gar nicht. Seiner Home-Strecke, okay. Ich krieg eine Revanche, ne? Ja, klar. Das hört sich nach. Offscreen dann, ja. Das hört sich nach Neo wird verlieren an. Oder auch nicht?
Oder auch nicht. Okay. Ich hatte einen Unfall. Aber ich hole ihn sowieso wieder auf. Ja, höchstens wenn ich einen Unfall mache, ne? Ja. Bisschen langsamer auf Grad fahr, so wie jetzt. Will den lieben Delta ja eine Chance geben. Natürlich, komm, fahr anständig. Ich mach dich auch so platt. Bin ich gespannt hier, ne? Alter, mit der Gamma habe ich dich fertig gemacht auf der Strecke. Und ja, weil ich einen scheiß Tag hatte. Wow! Weil mein Tag war allerdings auch nicht gerade top. Ja, ist erst am Abend wieder schön geworden. So. Wie holen wir uns die Knalltüte jetzt hier? Hoffen, dass ich einen Unfall baue, was auf der Strecke garantiert nicht mehr passieren wird. Gott, ey, bei der Kurve hier kacke ich immer so ab. Mehr Runden hätte ich einstellen sollen, wa? Hätte ja auch nichts gebracht. Oh, doch. Könnte ich sogar einholen. Eins habe ich einen kurzen Scherer hier gemacht. Das nochmal. War jetzt gerade einfach nur mal fast Pech. Bist du gut gefahren gerade, gell? Nee, ich hatte fast Pech. What the fuck? Ich hatte gerade Pech. Oh. Ich auch. Nein. Aber man kann ja auch hier durch. Ich bin so weggeflogen. Fuck. Ja, da habe ich den Mundwolf zu voll genommen. Passiert immer wieder mal, ne? Auch unter guten Spielern. Also Leute, ihr habt echt hier... Ich hab ja schon genug Kohle. Ja, ich hab gewonnen, ich hab den Leo abgezogen, den will ich nicht, geile Sau! Also Leute, also das... Das geht ja gerade gar nicht, ne? Das ist ein bisschen peinlich. Okay, wir wissen schon, dass bei Miss Lady Killer jetzt draufsteht, nie angekommen oder nie beendet. Nie beendet. Ja, Leute, ihr habt ja jetzt gesehen, der Neo hat mich gewinnen lassen. Das machen wir unter Freunden. Das hab's jetzt ich mal gemacht. Nein, das ist so. Bussi. Denn man braucht Rennen gewinnen, um ja, um hier Sachen freizuschalten, zum Beispiel wie Turbolader und Motor und so weiter und so fort. Deswegen machen wir das so, dass wir uns auch gegenseitig helfen. Wenn zum Beispiel der eine schon so viel hat und ich bin ja noch am Anfang, das ist mein erstes Rennen, glaube ich. Ja, irgendwer hat nicht auf Dreieck gedrückt. Sie muss wahrscheinlich erst laden ein bisschen und dann geht das erst. Achso, sie ist noch gar nicht im... Nee. Okay. Aber dass ich gewonnen habe... Wollen wir hier was machen? Ja, komm, wir machen direkt hier noch ein Rennen. Wiederholung? Ja, ich will eine Revanche. Oh. Dass Delta auch nochmal eine Chance gegen mich hat. Jetzt will ich es wissen. Jetzt kenne ich die Strecke, ja. Ui, boah, jetzt kommt Snake, warum jetzt verstehe ich verliere das nicht? Ich, ja. Ist das schön, wenn der Snake dann sich selber auf YouTube sieht und sich denkt, scheiße, der hat mich beleidigt. Na, beleidigt? Ich wollte mit dem zocken anständig. Aber was macht er? Er tötet mich. Das hasse ich. Warum muss man auf GTA andere Leute einfach nur so töten? Das hat doch keinen Sinn. Das hat keinen Zweck. Überhaupt nicht, stimmt. Bis auf, dass man Spielverderber wird und keine Kohle mehr bekommt, mit manchen Leuten auf einmal nicht mehr zocken kann. Genau. Und ein nix. Aber übrigens, ich würde heute gerne was versuchen, nach einem Rennen vielleicht. Und zwar, ich würde irrsinnig gerne einen Chat klauen. Das können wir versuchen. Ja, letztens haben wir so einen Typen, so einen Engländer, getroffen, beziehungsweise ich. Er hat den ganzen Morgen mit mir gezockt, so Rennen gemacht, die ganze Zeit. Und er hat so 80% der Rennen verloren. Und trotzdem hat er weitergemacht. Und wo wir dann keine Lust mehr hatten und in freien Modus dann rumgekurft sind, hat er mich nicht einmal getötet. Wir haben sogar ein paar Missionen erledigt und alles war clean. Ich meine, so sollte das immer laufen.
jeden Fall. Und die Belohnung dazu war, ich habe ihm 3 Autos geschenkt, wovon 1 hat er behalten und 2 hat er verkauft. Da hat er erstmal 200, sich, ne? Ja, natürlich vollgepimpt, da hat er erstmal 200.000 erstmal gehabt, plus ein vollgetuntes Wagen. Das ist, wenn man nett ist zu anderen, dann kriegt man was. Bingo. Mach ich nicht anders, also wenn jemand mit mir einfach die ganze Zeit ein bisschen Spaß hat, ja. Jetzt bist du fertig. Ja. Jetzt bist du fertig. Oh, wo fährst du hin? Oh Mann, Alter, Mann! Lass mir mal ein bisschen die Miss Lady Killer hier vor. Der Panos fragt mich gerade nach einer Minecraft-Aufnahme. Muss ich dann später zurückschreiben? Heute nicht mehr. Naja, vielleicht mache ich heute noch eine kleine Aufnahme mit Ihnen. Wir haben ja das Projekt Minecraft gestartet. Wird übrigens auch diese Nacht hochkommen. Was ist denn? Mein Bruder hat mich angestopft hier. Dann übrigens ist sein Bruder, also ich, der Eltern, nicht der Neo. Nein! Wie? Was ist? Du bist irgendwo gegengefahren, ne? Nö. Und was war? Abgekürzt, unabsichtlich. Musste umdrehen. Aha. Mensch, diese scheiß Dinger. Ja, die Strecke ist ganz schön fies. What the fuck, was drängst du mich hier? Der fliegt doch nicht so vor mir hin. Ey, kann man hier die Pistole nicht zücken? Nee, leider nicht. Ich würde dich gerne umlegen, Junge. Die Leute haben ein paar Abknall hier beim Rennen. Ey, was noob ich heute hier so rum, Alter? Ey, nicht schubsen, ne? Nicht drängeln. Alle kommen an sie. Okay, Snake, schau zu. Okay. Ich will nur hoffen, dass er mich gleich nicht im freien Modus umlegt. Das würde nämlich bedeuten, dass er aus meiner PSN-Liste gelöscht wird. Tja. Wird sich zeigen. So, jetzt würde ich mal sagen, mach meinen ersten Platz hier. Oh, sie fährt aber gar nicht schlecht. Hat sie gerade einen Controller weitergegeben oder so? Weiß ich ja nicht, was da los ist gerade. Kann fahren, ich muss aber nur die Strecke kennen. Wow! Was ist du? Und kein schlechter Fahrer. What the fuck? Und ich bin gerade hier voll an Abnoben. Ja, da sieht man, dass das Fahrerisch in der Familie liegt. Lass mal Delta vorher. Ich fühle mich so unnützlich. Der lässt mich vor hier, der Junge hier. Die Mucke ist so kacke. Nie beendet und jetzt der erste Platz, oder wie? Wie gesagt, ich muss die Strecke kennen. Dann gehe ich ab wie Inception. Das war schon wieder eine Noob-Runde, Junge. Komm, ihr habt mich doch gewinnen lassen. Noch ein Rennen direkt, aber nicht hier. Wir machen ein anderes Rennen. Ja. Und wir nehmen alle 3 das gleiche Auto. Mir ist das gleich. Dann zeigt sich das wahre Können. Kann ich fahren und ist klar, die schmuckt sich ein. Und ich habe 2500 verloren, ist klar. Ich habe fast 3000 gewonnen. Klar, du hast auch nicht gewettet. Machen wir mal einen Fallschirmsprung. Nein, ich hasse Fallschirmsprünge. Das habe ich einmal versucht. Ja, machen wir das hier, Stadion. Stadion, okay. Wetten, das ist jetzt mit Fahrrädern. Lachen würdig. Was? Lachen würdig. Eigentlich kann ich ja gut mit dem Fahrrad umgehen. Ich hab's ja schon mal gemacht hier. Mit der Gamma. Ja, aber bei der Delta hast du leider fast noch keine Ausdauer, ne? Ja, und warte, was ist das denn jetzt? Ne, Coupés. Muskelcars, Klassiker, Sportwagen, Supersportwagen, würde ich mal sagen. Muskelcar. Und soll ich Snake rausschmeißen, weil er wird gleich irgendeinen Scheiß machen mit irgendeiner gepimpte. Lass ihn einfach, komm, ganz gemütlich. Okay.
chillig, warte. Wusa. Eigene Fahrzeug machen wir aus. Und Neonatore ist weg. Yay! Aber dafür haben wir ein Snake 519. Ja, aber wir warten auf Neo. Schaffst du es noch zu joinen oder sollen wir starten? Schaffe ich garantiert nicht mehr, weil ich muss hier mal beenden. Okay, na gut. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, einen Chat zu klauen. Also. Nee, einen Chat zu klauen und. Nee, warte, machen wir die nächste Aufnahme. Das sind schon 15 Minuten. Luise, nimm dir den Entity. Entity XF. Entity. Da steht Entity. Entity, ja. Sisse. Titi. Ja, Hauptsache Titi. Ja, Hauptsache Titi. Das ist das Wichtigste. Alles egal, Hauptsache Titi. Ich bin bereit. Bin bereit. So. Wir sind alle bereit. Bereit. Noch einen Schluck Tee trinken. Und jetzt geht's los. Na ja. Was hat der für eine Karre? Ferrari Enzo. Der Cheetah. Okay, ich versuche dir trotzdem zu joinen. Ja, das machen wir wirklich in der nächsten Folge. Ah, lalala. Komm, oh Mann, ich würde so gerne mitfahren. Ja, das glaube ich dir jetzt, Junge. Nein! Doch! Das gibt's doch nicht! Doch! Bevor ich ging. Oh Mann. Boah, Snake, der rammt. Das ist so gemein. Ja, gemein ist, dass Snake rammt. Das ist gemein. Du musst ja schneller sein, dass er nicht rammen kann. Wir wollen aber nicht gerammt werden, ja? Haha! Deswegen muss man schneller sein. Haha, Snake hat sich überschlagen. Der ist irgendwo rangeprallt, weil nein, er überholen wollte. Wie Tateus. Was? Du lachst manchmal wie Tateus. Wer, ich? Wie Tateus? Der von SpongeBob meinst du, wa? Ja, klar. Das war jetzt nicht nett. Du kannst zuschauen. Ja. Yo, Autos, das ist eher mein Ding. Oh, er flucht! Ich höre ihn fluchen! Ja, dann hättest du lieber nicht rammen sollen! Nein! Falsch einfach! Oh Gott! Noch geschafft, ich bin immer noch Zweiter! Ich kann derweil in den Ausschnitt gucken, ja? Wen? Ja, bestimmt nicht mir. Warte mal, nee, dir auch, dir, ne? Gucke mal hier, ob man hier auch in den Ausschnitt gucken kann. Wieso guckst du andauernd in den Ausschnitt? Das tut man nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Du bei mir schnellste Runde, 1,45, nee. Junge. Geht nicht. Nein! Oh mein Gott! Was? Kacke auf! Oh Gott, das war aber voll. Also echt, das tut man aber du nicht. Du kennst halt die Strecke nicht, ne? Doch, ich balanciere jetzt ein bisschen über die Dings. Ja, okay. Du balancierst wo? Wie heißt das? Auf die Leitplanke oder wie auch immer? Auf der Leitplanke. Ne? Ja. Meine ich, genau so. Snake flucht drum, weil er gerade verliert. Ich bin hier. Ich kann nicht mal schauen, was hinter dir ist, ja? Ne, ich hab's auch letztens versucht, weil ich wollte dir irgendwie sagen: ey, pass auf. Und natürlich spawnen die Wagen weg. Ich will eine Revanche. Schade, ne? Ja. Schon wieder. Jo. Nee, machen wir aber nicht in der Aufnahme. Ist schon hier, 19 Minuten. Viel zu lange. War schon so lang? Ja, Zeit vergeht im Let's Play, keine Sorge. Ja, das ist so. Aber ich bin ja fast fertig. Ihr habt mich hier. Wie gesagt, Leute, wenn er mich tötet, dann kommt er aus meiner PSN-Liste raus. Ihr sollt doch nicht so rumzicken, Leute. What the fuck, das war jetzt hier nicht nice.
Aber es ist ganz schön weit weg. Alter, das Rennen dauert aber auch lange, ne? Boah, dieses scheiß Verkehr. Ja, ist ziemlich groß, die Strecke. Aber besser so. Ich konnte nämlich ziemlich gut hier aufholen und zack. Yeah. Gewinnen. Delta hat das Rennen beendet. Ich komme bestimmt nie an. Ja. Ich muss mich halt immer aufwärmen, wa? Ja. Mal schauen, ob wir noch Snake fluchen hören. Nö, aber auf jeden Fall, ich sehe gerade den Snake und der hat, glaube ich, seine Maske abgelegt. Also seine. Der Gesicht kann man jetzt ja gut sehen, gerade bei mir. Okay. Gefällt mir natürlich, weil es war einfach nur krass. Ich glaube nicht mal, er kann es beenden. Ne, der war zu weit weg. Jetzt kommt er gerade zum Flughafen, jetzt kommt er gerade rein. Alter, seine beste Runde war... Ein Punkt und... Ja, hat es geschafft. 2-3 ist jetzt seine beste Runde. Meine beste Runde war 1,45. Ja, Junge. Autos, ne? Hey, da kommt dann noch wer hier in den Flughafen rein. Ach, wie geil. Hat sie es noch geschafft? Bist du später als nie? Ja. Okay, eine Minute später war sie, Luise. Ja. Ja, Leute, ich beende die jetzige Aufnahme. Und macht dann starten wir auch die nächste, genau. In der Hoffnung, dass Snake uns nicht tötet, weil das ist nicht nett. Und ja, nein, ich mache nicht mein Headset an Snake, weil ich gerade ein Let's Play bin. Und ihm gefällt das Rennen nicht. Nein, Snake, sowas tut man nicht. Obwohl ich mit den Engländern manchmal verloren habe, so 2 von 10 Rennen, habe ich trotzdem gesagt, es gefällt mir, weil es war ja auch geil. Ja, und ja, ich würde mal sagen, wir beenden die Aufnahme. Grüßt mal schnell, Leute. Bye bye. Tschüss. Adios.